Ja, hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Fallout 76. Es hat sich ein bisschen was getan im wilden Appalachia und deswegen siehst du hier noch einmal diesen Startbildschirm und den Ladebildschirm. Das Camp der Pioniere, wollte ich schon sagen, der Pfadfinder. Das haben wir ja tatsächlich schon entdeckt und da waren wir auch schon auf der Suche nach einem guten Rezept. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Oder sind nur ganz kurz vorbeigelaufen, das kommt anscheinend noch. Und in Helvetia waren wir auch schon. Und zum Start eine Beliebig-Taste drücken. Warum starte ich nochmal im Hauptmenü? Der neue Patch von Fallout 76 ist online. Manchmal dauert das ein bisschen mit dem Anmelden. Das Spiel sieht auch jetzt ein kleines bisschen anders aus. Also wir sehen die letzten Patch Notes. Und wir sehen, dass es hier eine neue Questreihe gibt. Und zwar die mit der Pro Snap Deluxe Kamera. Da müssen wir gleich mal schauen, ob wir da schon ein bisschen weiterkommen. Worauf ich aber auch hinaus will, ist hier, die Pfadfinder-Pioniere. Das kommt uns ja schon bekannt vor. Da waren wir erst vor kurzem. Da wird wahrscheinlich jetzt etwas mehr los sein demnächst. Und man kann im Atomic Shop ein bisschen einkaufen. Der Atomic Shop, da waren wir ganz am Anfang mal ganz kurz drin. Und ich habe es gesagt und ich habe auch Wort gehalten. Atome kaufen ist keine Option. Pay to win ist nicht meins. Und wir haben Atome ja verdient. Du siehst, wir haben da jetzt momentan 70. Ich habe mir zwischendurch auch so mal ein paar Kleinigkeiten hier gekauft. So, ne, wenn sie so im Sale waren, so wie das da jetzt, dass man die in Seuchenreiter kriegt oder die Kohlenstaublackierung für die Baggerrüstung. Die sieht ein bisschen cooler aus. Ich glaube aber nicht, dass ich die nächsten 4 Tage noch 800 Atome zusammenkriege. Also ist es dann aber auch irgendwie egal, wenn man das dann nicht hat. Ich kann kurz durchklicken. Es gibt ja auch für den Pip-Boy gibt es ein paar nette Lackierungen. Also das kleine Schwarze wäre vielleicht ganz hübsch. Der Aggressor-Tron-Kopf, den wir, glaube ich, immer noch haben. Ne? Oder haben wir den? Ich glaube, den haben wir nicht mehr. Ich weiß es gar nicht. Müssen wir mal gucken, ob wir den noch haben. Den könnte man jetzt einen kleinen Skin draus machen und hier einen Crockett-Schläger. Und also es gibt viel, ich sage jetzt mal Murks, ne? Viele Lackierungen und wir sind ja auch bis jetzt richtig gut ohne ausgekommen. Für das Camp, das sind diese Poster, die es immer umsonst zu einem neuen Patch dazu gibt. Man könnte unsere Lagerkiste ein kleines bisschen ummodellieren. Ja, das Himmelbett zum Beispiel, das war eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich am Atomshop dann hier gekauft habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer die war. Eine Tür könnte man sich vielleicht irgendwann mal gönnen oder mal ein Plüschtier oder so. So ein Neon-Schild, das jetzt sieht auch nicht schlecht aus, würde ich aber tatsächlich erst dann machen, wenn wir uns das erspielt haben. Hier siehst du so ein paar Sachen. Die Logo-Statue, die fand ich ganz cool, die wollte ich haben. Da werden wir noch ein, zwei Sachen finden. Hier die fluoreszierende Karte, die noch nicht eingebaut ist im Camp, aber die fand ich auch ganz schick. Es gibt immer mal wieder Sachen und dann denkt man sich ja, okay, komm, ich habe genug Atome gesammelt, warum nicht? So, das war die Ostereier Todeskrallen oder andersrum, Todeskrallen Osterei Set. Da jeden Tag hat man im Atomshop ein Ei bekommen. Und ich glaube, eins hat gefehlt, oder? Ne, im Besitz, im Besitz, im Besitz. Okay, wir scheinen alle zu haben. Oder hier der Wecker. Ich mach's kurz. Es gibt eine neue Sache. Es gibt ab jetzt die Reparatursets oder Reparaturkits zu kaufen. Und zwar gibt es das Standard-Reparatur-Kit, in dem man, egal wo man ist und ohne Ressourcen, kann man dann seine Ausrüstung auf 100% wiederbringen. Hatte ich mir gedacht, wenn wir 70 Atome noch haben und 50 kostet das Ding, gönnen wir uns eine. So, und hier steht es ja noch, wenn dir das Material oder die Zeit ausgeht, kannst du mit einem einfachen Reparaturkit jede Rüstung, Waffe oder Powerrüstung reparieren. Die Reparatur ist sogar während des Einsatzes möglich. Wähle Untersuchen, Reparieren in deinem Pip-Boy oder in deiner Werkbank, um einen Gegenstand zu reparieren. Reparaturkits werden dem aktiven Charakter gewährt. Da haben wir ja eigentlich nur einen gerade. Freischalten für 50 Atome machen wir. Es gibt noch die verbesserten Reparatursets, wenn wir uns mit Brandbestien, ich glaube sogar, wenn wir uns mit der Brandbestien Königin anlegen, da kommt dann ein Reparaturkit, was 150% bringt. Werden wir, glaube ich, nicht hinkommen, also ist es auch wiederum wurscht. Das wollte ich einmal
kurz zeigen, bevor es wieder losgeht. Der letzte Patch hat ja auch die Möglichkeit gebracht, wir können das normale Adventure-Game spielen, also die Standard-Open-World, das, was wir die ganze Zeit machen. Oder wir können in den Survival-Mode gehen. Größere Herausforderungen mit weniger Beschränkungen. Ich weiß nicht, ob das ein reines PvP-Erlebnis sein soll und das war bis jetzt nicht so meins und ehrlich gesagt brauche ich das auch nicht. Ich bin ganz froh, dass wir im Standard-World-Spiel ganz gut zurechtgekommen sind. So, dann loggen wir uns jetzt mal ein. Gerade denkst du noch, das wilde Apalache hat erstmal sein Ende gefunden und geht erstmal irgendwann weiter mit dem nächsten oder übernächsten Patch. Und dann loggst du dich wieder ein und denkst dir, ach, hoch, ist ja schon passiert. Jo, die Pro-Snap-Kamera, also es müsste jetzt eine Quest aufploppen, denke ich, wenn, sobald wir uns eingeloggt haben. Und ich habe in der Vorschau oder beziehungsweise auch in den Patch-Notes dann schon gelesen, dass wir dann uns eine kleine Kamera basteln, die auch im Prinzip den Fotomodus etwas verbessert hat. Das heißt, wir können sie wie eine Waffe ausrüsten, Foto machen, wieder wegstecken. Und ich glaube, es gibt dann so eine kleine Questreihe, dass man etwas rumreißt und dann so eine Postkarte, glaube ich, war das, selber fotografiert und dann als Poster bekommt. Ich habe mich da nur ein bisschen spoilern lassen, sollte es gleich auf was ganz anderes hinauslaufen, dann habe ich einfach etwas überlesen oder falsch verstanden, dann ist das halt so. Ja, das war der ganze Ladebildschirm und damit herzlich willkommen zurück. Wir haben Pusteln, nein, haben wir nicht. Ja, Standbild. Standbild ist auch schön. So, die Quests laden wieder. Unser Camp lädt langsam. Das ist das Erste, was man sieht, sind die Geschütztürme. Auch wunderschön. Und unsere Startcodes für das Raketensilo Alpha sind abgelaufen und wir haben wieder Hunger. Die wichtigen Sachen einmal. Ja, ist ja gut, mein Kleiner. Hunger hat er auf jeden Fall. Dann gehen wir doch mal auf unsere Gegenstände, auf unsere Hilfsmittel. Durst haben wir doch bestimmt auch, ja klar. Er ist ein bisschen Mac and Cheese und ein bisschen Hirsch. Haben wir ein bisschen mehr? Hundefutter, immer gut. So. Und Rattensteak sieht auch noch gut aus. Komm, gönnen wir uns auch noch einen. 304 von 250. Was haben wir denn schon wieder alles mitgenommen? Ich muss einmal kurz gucken. Das ist eigentlich nicht unser Problem. Gewicht 80. Ach, stimmt, das Maschinengewehr, ich erinnere mich. Stufe 25, was wir aber dann verwerten wollten. Ich erinnere mich sehr dran. Wie sehen unsere Waffen aus? Die Kampfflinte immer noch sehr bescheiden. Ich muss tatsächlich einmal durchgehen. Wir haben eine T51. Ach, hier, guck mal. Ich glaube, da ist die Krux. Unser Power-Rüstung-Chassis. Nö, ist gelb. Okay. Ist gelb. Ich dachte tatsächlich, wir haben jetzt das nackte Power-Rüstung-Chassis und alle einzelnen Gegenstände bringen halt das ganze Gewicht mit sich. Das war es nicht. Okay, habe ich falsch geguckt. Aber ich habe es irgendwie auch nie verstanden. Jedes Mal, wenn du dich einloggst, du hast mal so viel und das dann irgendwelche Stats. Und ich weiß, dass es mit Essen ist und je nachdem, wie sich das zusammenrechnet. Aber keine Ahnung. Auch dafür bin ich entweder zu doof oder das Spiel macht manchmal Sachen, die es machen will. Ja, weiter geht's. Also erstmal das Kaliber 50 Maschinengewehr. Guck mal, da haben wir eh nur 22 Schuss. Das können wir mal getrost verwerten. So, der ist noch einigermaßen gut. Können wir das gerade reparieren? Haben wir genug gefunden dafür? Das Reparaturkit, jetzt wird es unten angezeigt, wollen wir dafür nicht benutzen. Wir haben tatsächlich 7 Federung. Alles klar, damit reparieren wir es dann so. So, unsere kleine Kralle ist okay, Nachtlaser ist auch noch okay und der Problemlöser, joa, ist halt so. Passt. Wir gucken mal, ob wir was verwerten können. Haben wir denn so viel Schrott gesammelt? Einmal gucken. Ne, große Menge Kupfer, große Menge Stahl.
Ich ärgere mich immer noch darüber, dass das Spiel einmal abgestürzt ist, nachdem wir gestorben sind. Ich habe danach auch gesehen, es ist ja tatsächlich aus der Questreihe ist dann irgendwann ein Event geworden, habe ich im Eifer des Gefechts überlesen. Vielleicht können wir das Event mit dem Scharfaggressor Tron ja nochmal antriggern. Vielleicht kommt das ja nochmal. So. Dann gucken wir mal, Lagerkiste versteckt. Wir sind bei 797 von 800. Heieieiei. Das heißt, wir können da auch nicht wirklich irgendwas rausnehmen. Guter Scanmarker. Ich muss einmal kurz gucken, was wir da drin haben. Hier klingt die natürlich viel Platz weg. Wir haben keine Atombomben, aber wir haben einen Fatman. Bevor das ganze Ding losgeht, verkaufen wir mal so ein, zwei Kleinigkeiten. Ja, Camp hat sich erstmal nicht groß verändert, ne? Hier so eine Statue. Die letzten Patches, die wir haben, das Partyplakat, das haben wir schon gemacht und die Sache mit dem Sheep Squatch. Eine Erinnerung an Helvetia. Da ist es das Himmelbett aus dem Atomic Shop und auch der Wecker. Auch das Mottenmann Poster, das ist glaube ich auch aus dem Atom Shop. Unser kleiner Ausguck am, naja, nennen wir es mal See. Eine Questreihe habe ich jetzt noch nicht entdeckt, die ist mal eben aufgeploppt ist. Wir können ja auch noch mal gucken, hat sich hier irgendwas getan an Daten. Na, da haben wir immer noch die eigentliche Hauptquest, ich bin der Tod. Wie gesagt, weiß ich, vielleicht machen wir es, vielleicht auch nicht. Wir haben technische Dokumente gefunden. Das ploppt dann gleich automatisch wieder auf, dass wir das da beim Camp der Bruderschaft in so einem Tresor legen. Haben wir, glaube ich, auch schon mal im Let's Play gemacht. Bürgermeister für einen Tag. Da wollen wir nochmal zurück nach Batoga. Und der Wendigo mit dem Clownskostüm. Deshalb haben wir das Clownskostüm. So, mehr passiert aber erstmal nicht. Das bedeutet, ich werde jetzt ein bisschen Wasser sammeln. Mal gucken, ob hier alles in Ordnung ist soweit. Alle Wände noch da, die Spurgeteuchen sind noch da. Klingkorn. Auch alles noch da. Wir könnten jetzt auch endlich alles ernten, wenn wir denn wollten. Und hier können wir ein bisschen Wasser abpumpen. Also ab und zu muss man wieder gucken, ist alles in Ordnung. Überlegt, das mit dem Wasser mache ich gleich. Das muss ja nicht unbedingt während der Folge sein. Aber was auf jeden Fall jetzt kommt, ist, dass wir die Vorrüstung reparieren. Ja, sonst ganz so, was haben wir denn hier? Da, schau mal hier, das linke Bein, das sieht ganz, ganz böse aus. Nein, Quatsch, verwerten wollen wir nicht. Wir können ja einmal gucken, ob wir irgendwie genug haben zum Reparieren, glaube ich aber nicht. Wieso wird uns der Helm denn zweimal angezeigt? Schau mal, ausgerüstet, nicht ausgerüstet. Das ist das gleiche, oder? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Können wir es reparieren? Wir haben Schraube, wir haben Öl, wir haben Federung, wir haben schwarzes Titan, wir haben Stahl. Das heißt, wir können das Reparaturkit noch sparen. Das ist gut. Der Helm hat auch nicht ganz so viel abgekriegt. Der linke Arm auch nicht. Linkes Bein haben wir erst repariert. Wo war wir hinten? Hä? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir die Powerrüstung, also die Bagger-Powerrüstung, nicht zweimal haben. Werkbank-Reparatur. Da fehlt uns jetzt die Federung und die Schrauben haben wir. Also die Federung fehlen. Drei Federungen. Ich glaube, dafür muss das Reparaturset nicht benutzen. Aber der Torso ist auch kaputt. Okay, können wir den reparieren? Oder wie viele Federn brauchen wir dafür? Die können wir sogar reparieren. Schau mal.
Dinge, die ich nicht verstehe. Ich werde gleich die Powerrüstung anziehen. Vorher gibt es noch ein bisschen Wasser zum To-Go. Und ich würde sagen, die ganzen, hier sowas wie den Fat Man, werde ich mal einpacken und beim White Spring verkaufen. Und dann machen wir uns mal auf die Suche nach der Quest mit der Kamera. So, da bin ich wieder. Ein bisschen aufgeräumt, das eigene Lager, ein bisschen aufgeräumt, das eigene Inventar. Und ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, was es jetzt eigentlich mit dieser Pro-Snap-Kamera-Quest auf sich hat. Und zwar lassen wir den jungen Mann noch mal ein kleines bisschen schlafen. Wir sind ja immer noch in unserem kleinen Camp südlich des Sees. Und folgendes. Es soll einen Touristen geben, der durch das Wilde, wollte ich schon sagen, durch Appalachia gereist ist. Und der verschiedene Touristenattraktivitäten besucht hat. Also, vielleicht war der hier im Camden Park. Vielleicht war der auch ein bisschen weiter südlich hier, so irgendwo in Berkeley unterwegs. Ne? Beckley, Entschuldigung. Oder der war hier bei der Riesenteekanne zum Beispiel. Oder bei dem hier Leuchtturm, der hier irgendwo war. Hier genau, hier Flatbooks Ausguck war der vielleicht. Oder vielleicht war der auch am Mottenmann-Museum. Ne? Man weiß es nicht so ganz genau. Vielleicht war er auch hier im Wasserpark. Wenn ich er sage, meine ich er oder sie. Es gibt wohl zwei Touristen. Und irgendeiner von diesen beiden Touristen war hier irgendwo in Appalachia unterwegs und hat eine Kamera mit dabei gehabt. Und den werden wir jetzt suchen. Und deshalb, mein Freund im Silver-Short-Kostüm, steh auf. Streck dich nochmal. Mach den Wecker aus. Wenn es denn geht. Guck dich nochmal um. Das ist dein Zuhause, was du lange Zeit nicht mehr wiedersehen wirst. Guck nochmal raus, ob alles in Ordnung ist. Sieht das aber schön aus. Es ist ja noch dunkel, wir sind ja noch früh am Tag. Guck einmal kurz, ob die Geschütztürme noch alle funktionieren. Die funktionieren. Oh, oh, da wollte ich elegant übers Geländer hüpfen, hat wieder nicht geklappt. So, noch dieser Geschützturm ist noch da. Ein Traum. Fensterläden können wir offen lassen. Tschüss, kleines Bett. So, die Kiste ist zu. Der Herd ist aus. Die Powerrüstung nehmen wir mit. Die Tür machen wir zu. Und das letzte, was es im Atomshop kostenlos gab, ne? Geh hier bloß nicht rein. Ja. Und dann würde ich sagen, überladen wie wir sind, steigen wir in unsere Powerrüstung. Warum sind wir schon wieder überladen? Wir sind doch gar nicht überladen. 261, 285. Was ist denn los? Das Spiel sagt, wir sind überladen. Alles klar, sind wir überladen. Gut, dann ist das so. Gibt es vielleicht irgendwas, was wir noch... der Ausweiter, ein neues Klingenschwert vom Aggressor Tron, Stufe 45. Das wollte ich mal kurz mitnehmen. Ja, das Kampfgewehr haben wir noch mitgenommen. Die beiden Sachen können wir... da muss ich noch überlegen. Und jetzt steht auch 271 von 245. Das stand doch gerade noch anders da, oder? Manchmal kriegst du in dem Spiel. Okay, dann steigen wir doch mal locker und flockig in unser Ackerrüstung, Powerrüstung Gestell. Ja, da sind wir wieder. Wir haben 5 Fusionskerne, das muss dann reichen für die Reise. Und dann würde ich sagen, machen wir uns mal auf die Suche nach ihr oder ihm. Bis gleich. Und starten. Tun wir, starten wir mal im Norden. Ach, eine wunderschöne Uhrzeit, da bin ich wieder beim Wavy Willards Waterpark. Lass uns doch mal schauen,
ob wir hier was finden. Lang ist ja, dass wir hier beim Krokodil waren. Da stehen ein paar Leutchen rum. Da ist nichts. Also man soll den Touristen oder die Touristin relativ einfach finden bei den Spawnpunkten, wenn ich das richtig verstanden habe. Also die verstecken sich jetzt nicht irgendwo mittendrin, sondern schon hier zum Beispiel auf dem Parkplatz. Aber ich glaube hier ist nichts. Da ist der Tom. Der sucht wahrscheinlich auch gerade. So, schauen wir mal hinten oder ob hier irgendwo einer rumliegt. Ja, komm her. Oder so. Ja, ich würde sagen, hier auf dem Parkplatz ist erstmal nichts. Gut, hätte ja klappen können. Hätte ja klappen können, dass es gleich bei der ersten Location passt. Also hier beim Wavy Wilderness Wasserpark ist niemand. Ah, was haben wir denn hier so als nächstes? Wir können ja mal eben zum Golfclub rübergehen. Also das kann sein, dass das jetzt eine sehr eintönige Folge wird, in der wir einfach mal eine Stunde rumlaufen und suchen und nichts finden. So ähnlich wie bei den Golfergulen. Du erinnerst dich vielleicht noch dunkel, ich erinnere mich dann leider noch sehr lebhaft dran. Und falls es so sein sollte, falls wir hier keine Location haben, in der irgendwas ist, dann mache ich dann irgendwann auch mal einen Cut und dann, sobald wir neben einem Touristen stehen, den Haftbefehl kannst du behalten. Dann geht die Folge halt irgendwann neben einem Touristen weiter. Da hat sich Fallout 76 auch was Gutes einfallen lassen. Also man sieht nicht diese Quest. Also ich habe ja die Hoffnung gehabt, dass sie aufploppt, so wie jedes dämliche Event, was es hier gibt, aufploppt und sich einem anbietet und sagt, komm, nimm mich. Und man muss erstmal aktiv ablehnen und sagen, nee, ich will dieses Event wirklich nicht machen. Und dann gibt es einmal so eine neue Questreihe eines DLCs und die muss man halt ersuchen. Was haben wir denn? Oh. Diese Anglerviecher, ne? Mach mal Licht aus. Ne? Hier, nächstes Event, was sich gleich antriggert. Da wollen wir gar nicht hin. Da wollen wir überhaupt nicht hin. Mit diesen Anglern wollen wir nichts zu tun haben. So, da ist der Golfclub. Da wollte ich hin. Kleine Hoffnung, dass wir das schaffen, bevor die 5 Kerne fertig sind und wir ohne Power-Rüstung ständig überladen durch Appalachia reisen müssen. So, gucken wir jetzt mal hier auf dem Parkplatz. Der ist auch nicht. Da ist niemand. Ich höre die Bruderschaft, aber ich sehe sie nicht. Hier. Ein paar Streuner, die brauchen wir auch nicht. Vielleicht hat es der Tourist ja auch hier geschafft. Nee, hat er nicht. So gar nicht. So. Sitzt hier jemand? Ja, hier sitzt jemand, aber nicht der, den wir suchen.
glaube ich, über eine Kamera. Eine kaputte ProSnap-Kamera. Wenn wir die nehmen, passiert nichts. Ganz kurz war da die Überlegung. Vielleicht. So, da ist noch ein Rezept. Gezogener Flaschen, Kürbis, Blütentee. Nö. Okay. Einsatz mit X, das war nix. So, jetzt können wir natürlich. Der Red Rocket Megastop ist ja nicht ganz so weit weg. Ich gehe einfach mal alles durch, was nach Attraktivität aussieht. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich bei Prickets 4 wieder. Gucken wir mal da. Oh, das wird eine teure Quest. Hallo Prickets 4, wie geht's dir? Warst du ein Ziel, was einen möglichen Touristen anlockt? Anscheinend erstmal nicht. Moin. Willkommen zur historischen Stätte Prickets Fort. Servus. Hatte gar nicht gesehen, dass man hier Golf spielen konnte. Hat er es bis zum Shop geschafft? Aber überall stehen diese Kameras rum. Oder standen die immer schon rum und ich habe es einfach nicht so wirklich mitbekommen. Kuchen geht immer. Dann schauen wir einmal durch. Auch niemand rum. Ich wollte noch mal schauen. Hier irgendwo. Da irgendwo. Ich frage mich immer noch, wie viele Leute hier auf der verzweifelten Suche nach einer Schaufel sind, wenn sie hier wieder rauskommen. Tagchen. So, hier ist auch niemand. Da ist auch niemand. Da ist niemand. Also wie gesagt, mein Kenntnisstand, er soll jetzt nicht irgendwo versteckt in so einem Turm zum Beispiel da oben sein, sondern schon irgendwie sehr leicht zu finden sein. Willkommen in Prickets Fort, der Nachbildung eines amerikanischen Interessenfonds. Nö. Da ist niemand. Halten wir mal fest, Prickets 4 hat sich niemand angeschaut. Jut. So, der Soldatenfriedhof, weiß ich jetzt nicht, ob das eine große Attraktivität ist. Wir hätten ja noch hier das Pfadfinder-Pionierlager. Ich reise nochmal zum Colonel Kelly-Denkmal. Gucken wir mal, ob da jemand ist. 6 Kronkorken. Naja, wir haben ja noch ein bisschen. Vielleicht muss man das ja auch mal von der positiven Seite sehen. Wir entdecken einfach nochmal so ein paar kleine Orte. Also für uns nochmal neu. Und ein paar Kakerlakentouren. Ah, das ist bestimmt leuchtendes Fleisch dabei, oder? Ihr? Macht ihr nicht so. Ihr seid ihr. Der Dungeon hat uns natürlich vom Level ein bisschen weiter nach oben gebracht. Auch hier ist eine kaputte Kamera. Die bringt uns aber auch nichts. Nee, fliegen vielleicht auch. Das ist er nicht. Das ist auch niemand.
Und hier? Ist auch niemand. Nö. Wäre auch ein schönes Plätzchen gewesen, aber nö. Okay, weiter geht's. Wir sind jetzt Staudamm, da will glaube ich keiner hin. Pionierlager. Könnte, muss nicht. Was haben wir denn da? Pistenhütte, das wäre auch eine Möglichkeit, aber. Pass auf, wir reisen zum Haus der Kürbisse und gucken mal, ob da irgendwas los ist. Oh, wieder 14 Kronkorken. Naja. So, Haus der Kürbisse. Ich weiß, da vorne war der Rissstandort. Da wollten wir eher nicht so hin. Und auch hier. So viele Kürbisse zu schnitzen. So wenig Zeit. Hast du einen Touristen gesehen? Ist sie da? Ja, ich erinnere mich an sie. Möchten Sie noch mehr Samen? Wie der Zufall es will, brauche ich wieder einmal Kürbisse zum Schnitzen. Ja, nein. Vielleicht wäre ein Handel angebracht. Ohne weitere Kürbisse. Das klang so nett, von wegen, wie sieht's aus? Ich erinnere mich an Sie. Wollen Sie eine tägliche Quest machen? Nein, wollen wir nicht. Aber wir wollen das Stimpack haben. Das Stimpack nehmen wir gerne. Ich gucke auch gerne nochmal rein. Hast du einen Touristen da drin versteckt? Na, ist hier jemand? Nö. So gar nicht. So viele Kürbisse zu schnitzen, so wenig Zeit. Und tschüss. Moin. Hallo. Ja, fliegen wir in die andere Richtung. Haben wir das vergessen? Das ist auch kein Tourist. Bist du irgendwas Nettes? Bist du ein Stimpack? Du bist. Ach, auch kein Mensch. Ein bisschen Kleinvieh ist auch wieder unterwegs hier. Hat die gerade gekotzt oder sah das nur so aus? Wir haben ja hier. Oh, ja, klar, natürlich. Ja, selber ge. Wir wollten ja eigentlich, haben wir doch gesagt, die neue Waffe ausprobieren: den Ausweider. Verbesserter Schaden regeneriert deine Gesundheit für kurze Zeit, wenn du einen Gegner triffst. Das klingt doch eigentlich gut. Und wir können sie mit einer Powerrüstung auch benutzen. Eine Sache, die mir gefällt. Da hinten kommt auch schon der Red Rocket Mega Stop. Ich finde eine ziemlich coole Location. So als Spielemacher, ich glaube, ich hätte da mehr draus gemacht. Ne? Und da ist es wieder, beanspruche die Werkstatt. Es ist halt leider nur eine Werkstatt. Ich glaube, da hätte man noch auch irgendwie so einen kleinen Mini-Dungeon oder irgendwas draus machen können. Oh, der hat uns nicht gesehen. Der hat uns nicht gesehen. Haha, pass mal auf hier. So. Hier, die Waffe ist ein bisschen langsamer. Aluminium nehmen wir mit. So. So, zum Glück ist es jetzt hell. Gucken wir nochmal. Ist hier irgendwie ein Tourist? Oder ein wilder Golfer. Gut, die müssen ungefähr ähnlich selten sein. Wir haben einen Protektron. Wir haben. Oh, der Hüter. Ich schütze und ziehe. Ja, dann helfen wir mal hier. Ein bisschen mit.
Oh, diese Luftfeuerdinger, ne? Das sind auch so Viecher, die man vom allerersten Moment echt gern hat. So, gucken wir mal hier. Da ist niemand. Da ist nichts. Also in einem Auto sitzt niemand. Nö, nö, nö. Nicht wir. Nein, ihr seid es nicht. Euch sieht es mal so gar nicht. 54, das hat sich auch schon ein bisschen angepasst. Ja, wahrscheinlich. Du bist der Chef hier? Gib dich doch nicht weg, was soll denn das? Synchronkorken, gib her. Stimpack, gib her. Granat kannst du behalten. Hab dich gesehen. Auf, aber bist du denn? Geht's dabei? Nein! Ich versuche mal so ein bisschen drauf zu achten, wenn ich drauf haue, dann regeneriert sich wirklich ein bisschen Gesundheit. Finde ich gut. Es war ein bisschen langsamer, als das andere Schwert war, aber wir kriegen Gesundheit zurück, wenn wir treffen. Das ist echt eine feine Sache. Gut. Ist hier irgendjemand? Nein. Gucken wir doch mal locker entspannt hier rein. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn er oder sie hier irgendwo ist, dann sollte sie irgendwo im Auto sitzen oder über einem Auto hängen oder auf einem Stuhl sitzen. Also irgendwie halt sichtbar. Jetzt nicht irgendwie im Bus letzte Reihe. Hinter uns wie immer, aber wo? Da oben. Ach, das ist mir egal. Mach doch, was du willst. So, hier ist auch kein Tourist. Noch mehr Aluminium. Also wir finden Aluminium und Uran hier in dieser großen Werkstatt. Und ein paar Verbrannte, die uns jetzt als Ziel angezeigt werden. Alle sind zusammen. Ja, gib mal die Schrotpatrone her. Und du lässt mich jetzt mal in Ruhe, wenn ich deinen Kumpel angucke. So. Ah, untersuche den. Ich wollte gerade sagen, wieso leuchtet das jetzt hier auf? Untersuche den Red Rocket Megastop. Wollen wir gar nicht. Wollen wir ja gar nicht. Ja, hier ist auch nichts. Ich gehe mal ein bisschen weg. Tja, war schön, aber jetzt löschen wir erstmal wieder die ganzen Sachen, die wir hier haben. Den Kürbissammler wollen wir nicht machen. Sonstiges wollen wir. Kann ich noch deaktivieren? Kann ich nicht wegnehmen. Okay. Was haben wir denn noch so an Attraktivitäten hier? Das war eher langweilig. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwas finden.
Venture, da könnten wir nochmal die Technologie der Sterne Bruderschaft hinpacken. So, hier das Mortimer Point Pleasant, das Mortimer Museum, das wäre noch etwas, wo wir hinreisen könnten. Weißt du noch, wo das Museum mit dem Teekesselchen war? Sendeturm? Atlas? War das nicht hier? Ne, Monongah Aussichtspunkt? Wo war denn die große Teekanne nochmal? Das war doch auch so ein Ding. Mal eben schauen. Black Bear, Cornerhütten, Clarksburg. Ne, diese riesengroße Teekanne, bei der waren wir doch auch schon mal. Bolton Greens, das wäre auch eine Möglichkeit, was nicht ganz so weit weg wäre von hier. Ne, also hier ist nichts, sind wir uns einig. Höhle Huckel, Sons of Dane, das auch nicht. Monongah selber auch nicht. Wie gesagt, am Aussichtspunkt könnte man gucken. Bei den Pfadfindern, boah, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Beim Ski Resort, das ist zumindest ein anderer Spieler. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie was sein könnte. Ich tendiere ja tatsächlich hier zum Flatwoods-Ausguck und zum Mortimer Museum dafür und hier der nördliche Ausguck. Da können wir mal einmal gucken. War die Riesenteekanne, war die an der Brücke? Wo war die nochmal? Neues Spiel, neues Glück und da ist sie, die große Teekanne. Ne? Gar nicht so weit weg von unserem Camp. Sind auch ein paar Spieler in der Nähe und vielleicht liegt ja hier jemand rum. Und das Schlimmste daran ist, wenn wir dann diese Kamera gefunden haben, ist halt quasi die Questreihe, dass wir, wenn ich das richtig verstanden habe, dann das beenden, was dann dieser Tourist angefangen hat. Das heißt, wir müssen dann diese ganzen Orte, an denen wir gerade gesucht haben, da müssen wir wahrscheinlich nochmal hin. Hey, hier ist nochmal Dick Shale. Willkommen bei der Riesenteekanne. Vielleicht kennen Sie mich noch von Führungen wie denen zum Denkmal für Colonel Kelly und ja, dem Bergarbeiterdenkmal. Dieses Wahrzeichen wird Ihnen präsentiert von Red Rocket Raststätten. Mit unserem Hightech-Treibstoff lassen wir die Konkurrenz meilenweit hinter uns. Die Riesenteekanne wurde ursprünglich im Jahr 1938 als Symbol der zur damaligen Zeit größten Keramikindustrie der Welt erbaut. Heutzutage ist es ein beliebter Treffpunkt für die hiesige Bevölkerung. Auch Familien auf Reisen sollten diesem Wahrzeichen unbedingt einen Besuch abstatten. Nun wünsche ich viel Spaß bei der Riesenteekanne und vergessen Sie nicht, noch voll zu tanken, bevor Sie gehen. Es verabschiedet sich Ihr Dick Shale. Ein weiser Mann hat einst gesagt. Ach, ja. Solange es Tee gibt, gibt es Hoffnung. So. Okay, die summt hier nur ein bisschen rum. So, das heißt, wir sind bei der Teekanne und auch hier ist niemand. Na, gucken wir nochmal hier rein. Wir können ja eine mitnehmen. So, auch niemand hier, auch niemand dort. War ein hübscher Versuch.
So, was haben wir als nächstes? Wir sind jetzt. Dann reisen wir doch mal zum Mottenmann-Museum. Hallo Point Pleasant, da bin ich wieder. Bei schönem Wetter. Liegt hier jemand rum? Nö. Lass mich in Ruhe. Ich habe mir ja vorgenommen, sollten wir nochmal wiederkommen. Ach, guck mal, Hallöchen. Warte mal. Wir haben ja... Na du? Level 1. Jetzt mal ernsthaft. Diese Waffe macht einem Level 1 Verbrannten so viel Schaden. Ja? Ernsthaft. Ah, ach, ist sie. Wie selber stirbt, stirbt. Pass mal auf, das machen wir anders. Ja, da guckst du, ne? Das mit den Schusswaffen ist echt lächerlich. Ah, ich habe mir vorgenommen, wenn wir das nächste Mal hier sind, dann nehmen wir den Mottenmann-Eier mit. Machen ein lecker Omelett raus. Können Sie nicht alle mitnehmen? Nein, das wollte ich gar nicht. Sorry, Entschuldigung. Das wollte ich gar nicht. Psychopath. Hier auf die Stufen hätte ich jetzt auch irgendwie Touristen erwartet, aber nö. Dann gehen wir mal eben zum Museum und gucken, ob da einer rumliegt. Aber nicht bevor wir den Tischventilator mitgenommen haben. Die können ruhig hinterherkommen, das ist mir jetzt egal. Außen rumlaufen. Da sind die Jungs. Mit dem Fahrrad. Ja, so sieht das aus, wenn man hinten angegriffen wird. Genau so sieht das aus. Wo ist er? Wo ist er? Komm her. Oh, das sah gefährlich aus. Komm, ich helfe dir. So, ein Mottenmann-Museum-Denkmal. Auch hier ist eher nichts. Ach, da oben sind die. Die machen ja zum Glück nicht ganz so viel Schaden. Pass mal auf. Der ist bei euch. Okay, verdammt. Das hätte jetzt elegant ausgesehen, wenn es geklappt hätte. Okay, naja. Komm, wir treffen uns in der Mitte. Ihr müsst runterkommen, ich weiß nicht, wie man raufkommt. Versuchen wir es nochmal. Direkt vor einem Level 1 verbrannt mit einer Stufe 50 Rotflinte. Okay, wenn man direkt davor steht, dann bringt es ein bisschen was. So einer. Das war also.
da oben. Aber mit einer Level 50 Rotflinte brauchen wir 5 Schuss, um einen Level 1 Verbrannten vom Dach zu schießen. Keine weiteren Fragen, Bethesda. So, haben wir alle Mottenmann-Eier schon mitgenommen. Ja. Wird anscheinend was Längeres. Eine längere Reise. Jo, hier ist auch nichts. So, allerletzter Versuch. Wir haben noch, es gab doch diesen Leuchtturm auf dem Trockenen. Erinnerst du dich? Hier, diesen Landblick-Leuchtturm. Das ist jetzt die letzte Location, bei der ich jetzt so erstmal suche. Und wenn er da auch nicht ist, dann... Ja, dann suche ich weiter, aber dann mache ich das außerhalb dieses Let's Plays. Auf den spitzen Stein getreten, man weiß es nicht. So, dann lass uns doch mal gucken, ob hier bei dem Leuchtturm jemand rumhängt. Aha, könnte? Wahrscheinlich nicht. Also man kommt ja schon gut rum bei der Quest, bevor man sie überhaupt gestartet hat. Das finde ich nett. Leuchtturm-Souvenir. Und dann muss ich gleich mal gucken, ob ich das Leuchtturm-Souvenir und dieses Teekann-Ding, ob ich das irgendwo nochmal hinstellen kann. Aber ich glaube, das geht mit Fallout 76 gar nicht. Nö. Auch noch extra hier raufgehen. Lass mich in Ruhe. So, wenigstens ein paar Schrotpatronen kriegen wir mit. Das ist mir egal. Ein bisschen Kleber kriegen wir mit. Oh, da ist ein Mod. Kennen wir den schon? Schwerer Rohrzangen-Mod. Okay, den nehmen wir mit. So. Da ist niemand. Das wäre doch jetzt auch ein schönes Plätzchen gewesen, aber nö. Und hier und hier auch nicht. Und hier oben ist dann auch niemand mehr. Gut. Okay. Ich genieße kurz die Aussicht. Das ist ja doch eine wunderschöne Map. Und gerade wenn das Wetter dann so eingestellt ist wie jetzt gerade, so Sonnenschein. Ach ja, hübsch. Okay. Nichtsdestotrotz, pass mal auf. Ich suche den Touristen und sobald ich ihn oder sie gefunden habe, sehen wir uns dann gleich wieder. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Mach's gut.